Gesichtsbehandlung, Haare schneiden, Maniküre. All das machen sie hier im House of Beauty in Mannheim täglich außer Sonntag von 8 bis 21 Uhr. Der Samstag ist dabei einer der wichtigsten Tage überhaupt, sagt der Chef Reza Schari und versteht den Vorstoß der SPD eher weniger. Das ist unser stärkster Tag in der Woche. Das ist genau unsere Achillessehne. Wenn man samstags uns nicht erlauben würde zu arbeiten, muss ich sagen, werden viele Arbeitsplätze gefährdet sein. Da bin ich mir zu 100% sicher. Auch für seine Angestellten ist klar, man kann das Ganze ja auch andersrum sehen. Von Wut auf die Samstagsarbeit keine Spur. Wenn ich samstags arbeite, habe ich unter der Woche automatisch frei. Und ich kann wirklich dann meine Sachen auch erledigen. Diesen Vorteil will die SPD so nicht richtig sehen. Schließlich ist das Wochenende schützenswert, ähnlich wie der Sonntag. Der neue SPD-Chef Walter Borjans hat dazu bereits vor Weihnachten eine Diskussion ausgelöst. Er will striktere Grenzen für Wochenendarbeit und falls sie wirklich sein muss, dann mit einem Gehaltsaufschlag. Zustimmung bekommt er jetzt von seinem regionalen Kollegen Lothar Binding. Wir brauchen eine Entwicklung in diese Richtung. Deshalb ist eine erhöhte Sensibilität nötig. Und das fand ich jetzt sehr gut, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gesagt haben, wir müssen noch mal neu über uns nachdenken, über unser Verhalten und schauen, in welche Richtung wir uns da klugerweise entwickeln, um nicht krank zu werden, um nicht sozusagen dem Hype zu erliegen, sondern uns menschengerecht zu verhalten. Fakt ist, die Wochenendarbeit hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Während Mitte der 90er noch nicht mal ein Viertel aller Arbeitnehmer auch mal am Wochenende ran mussten, ist es heute jeder dritte Erwerbstätige. 55% der Selbstständigen und rund 22% der Angestellten arbeiten dabei regelmäßig samstags. Sonntagsdienst haben ein Viertel der Selbstständigen und 12% der Arbeitnehmer. Besonders betroffen das Hotelgewerbe, die Gastronomie, die Paketzusteller und der Einzelhandel. Falls der Vorstoß der SPD auf Gegenliebe bei der Union trifft, müssten aber auch wir unser Konsumverhalten ändern. Das Internet ist rund um die Uhr verfügbar, wenn nicht in Deutschland, dann woanders. Und insofern geht es ja hier darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen aufrechtzuerhalten. Aber stimmt das auch? Wir fragen in Mannheim, wie es zum Thema Konsumverzicht aussieht. Also ich muss sagen, ich nehme das auch oft in Anspruch, aber ich habe selbst mal im Einzelhandel gearbeitet und ich weiß, dass es sehr anstrengend ist. Von daher würde ich auch darauf verzichten. Ich fände es ganz toll, wenn wir weniger am Wochenende arbeiten würden. Ich arbeite selber in der Gastronomie, würde es sehr begrüßen, auch mal, dass die Leute zu Hause bleiben würden am Wochenende oder so. Oder dass einfach der Konsum runtergeht, wie es auch damals war, wo die Läden, die Geschäfte einfach am Samstag nur bis um 14 Uhr hatten. Tankstelle kann ich gut und gern verzichten, da tanke ich dann unter der Woche, gar kein Thema. Bäcker, ich habe die Aufbackbrötchen zu Hause, dass ich am Wochenende wirklich erstmal nicht raus muss. Genau. Die Bereitschaft wäre also durchaus da. Für viele Unternehmer wäre es trotzdem eine heiße Sache, denn weniger Öffnungszeit bedeutet eben auch weniger Geld für Personal.